Morgen müssen wir wieder ein bisschen was vorbereiten. Was sind jetzt alle gegangen? Das Hotdog. Ich hoffe, da will jetzt nicht noch einer Hotdog. Natürlich, alles klar. Wie soll es auch anders sein? Das war jetzt aber sehr viel Schwung. Ich hoffe, die wartet auch so lange, bis das Brot hier fertig ist. Achso, die hat das noch gar nicht gekriegt. Ach, das gibt unheimlich. Der nächste, der Hotdog will, okay. Dann mache ich es ja nicht nur für eine Person. So. Ich tacker gleich die Tür zu, sage ich euch. So, wird braun, danke. Die Leute warten schon. Da. So. Das müsste dann aber, ja, okay, drei Leute noch ein Hotdog. Das hat sich dann wirklich noch gelohnt. Aber ich glaube, das war dann der letzte Kunde. Räumen wir mal wieder alles weg. Aber so. Von den Tellern her, ne? Also gestern waren da mehr. Okay, letzter Kunde, dann räumen wir das weg. Die räumt auch nichts mehr ab, das heißt, da scheint alles weg zu sein. So, wir dürfen nicht vergessen, den hier gleich nochmal auszutauschen. Bum, 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 bum. Zack. Und das Hotdog. So, dann hat die noch einen Teller zum Abwaschen. So. Du stehst jetzt hier klasse, muss ich echt sagen. Verkaufen. Aufpassen, dass ich nur das Ding verkaufe. So. Nee. Dich bewege ich mal. Zur Not verkaufe ich dich auch und da kommt ein anderer hin. Ein anderer Blumenpott. Stationen. Nee, hier, die sind es. Nein, auch nicht. Die sind's. Ja, so sehe ich jetzt gar nichts. Aber ich vermute mal, das steht richtig. Geht noch, ne? Kann man machen, ne? Der steht hier ganz gut. Okay, dann haben wir die neuen Servierdinger. Alles ist im Kühlschrank, alles. Du stehst in der Wand, weißt du das? Ja, ich habe ja sowieso die Geisterkellner. Gut, alles fertig. Schild ist auch umgedreht. Gut. Dann lass mal gucken, wie viel Mützchen wir haben. Also ich wollte sowieso noch mal gucken. Die Hühnerflügel brauchte ich 110 Mützchen und für
Da brauche ich 118. Also 110, wie gesagt, das ist noch ein weiter Weg. Ich weiß nicht, ob wir das diesen Stream schaffen. Weil ich glaube, du kannst ja maximal 5 am Tag bekommen. Wenn du also 5 Gerichte kochst, also Schulden. Ja. Wo du noch Hütchen verdienen kannst. Ach nee, außer es geht dann natürlich mehrere. Bum, bum, bum. So, hier sind wir. Herzkeks. So, da sind wir fast am Limit. 5000. 36 Kunden, jawohl. Wir haben wieder was freigeschaltet. Aber das sind nicht die Rezepte, die ich brauche, ne, für den Gourmet. Das ist natürlich. Trag ich. Wir haben 74, also haben wir 5 Mützchen verdient. Also, weiter. Nochmal Herzkekse. Die Suppe nochmal. So. Hot Dogs. Und es ist jetzt ein bisschen eintönig mit den Gerichten, aber wir tauschen die gleich alle mal fast alle aus. Die Herzkekse verstehe ich sowieso nicht, ne? Hier steht so halb Max, aber irgendwie das. Oder, ach nee, das geht auf Max zu wahrscheinlich. Also einen Punkt können wir noch verdienen, weil bei 11 ist Max. Und mit 2 haben wir ja schon Max gemacht, hier mit den Hühnerbeinen und mit dem Fleisch. Das werde ich halt nicht mehr kochen, weil das bringt mir nichts. Da kriege ich keine Pünktchen mehr. Aber ich muss heute Kuchen backen. Der ist auf jeden Fall alle. Und so, die Suppe müsste noch reichen. Ich muss irgendwie, bis auf die Kekse, da werde ich keine mehr. Ja, die beiden muss ich dann irgendwie in den Müll packen. Das ist so. Okay, haben wir schon 2 Sachen fertig. Dann backen wir erstmal den Kuchen, damit der abkühlen kann, obwohl da ist ja noch eine. Dann nehmen wir den gleich mal raus. Dann haben wir nämlich gleich das Backblech dafür. So, und dann noch mal ein Tellerchen mit dem letzten Stück. So. Okay, dann lass mal Kuchen backen. Kuchen backen, Kuchen hier. Also ich habe die Mischung ist ja hier noch. Genau. Die brauche ich ja eigentlich nicht noch mal machen. So, dann brauche ich. Wo sind meine ganzen Rührschüsseln? 1, 2, 3. Wo ist denn die vierte hin? Die ist ein bisschen doof. Ich hatte doch 4. Ist die irgendwie beim Schrank abbauen? Hier sind nur 3. Da muss ich mir nochmal eine Rührschüssel kaufen. Dann kaufe ich gleich mal nochmal 2. Mehl, Butter, Hefe, wenn wir da schon hinrennen.
Jetzt haben wir ja schon ein bisschen mehr Geld. Schüssel. Butter. Hefe, Mehl. Eier brauchte ich auch noch. So. Ja. Ich weiß nicht, ob die hier irgendwie, oder habe ich die woanders reingetan? Eigentlich nicht, ne? Aber hier ist auch nur eine zum Vorschein gekommen. Oder hatte ich noch keine vierte Rührschüssel gekauft? Bin ich schon so deppert? Keine Ahnung. Jetzt habe ich wieder vier. So, was brauchen wir denn? Drei Eier. Und Hefe und Mehl. Hefe. So, und dann Kuchenboden. Ändern ist schon auf Kuchenboden. Sehr schön. Wo ist denn? Da ist. Dann kann ich das schon mal abpinnen. Komm her, so. Der Kuchen, die Kuchenfüllung, die sich nach jedem Neustart auf wundersame Weise wieder vermehrt. So. Dann muss ich das noch vorbereiten. So, da brauche ich nur mal wegen der Würze. Wegen der Würze, 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 Würze. Hackfleisch, Schwanzfett. So, jetzt. Dann nehmen wir ein Tellerchen. So. Auf dem Tellerchen kannst du schon mal abkühlen. So. Und noch Salz und schwarzer Pfeffer. So, schwarzer Pfeffer. Dann brauchen wir. Ich stelle mal schon mal gleich die Tellerchen hin. Ich hoffe, ich kriege hier vier hin.
Jawohl. Bin ich irgendwo hängen geblieben. Können wir das auch schon mal wieder wegnehmen. Und dann brauchen wir noch den Hotdog gleich. Da muss ich erstmal wieder Würstchen besorgen und auch muss auch Teig backen. Wie die Hotdogs. Bam, 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 bam. So. Okay. Dann die Schüssel weg. So, dann brauchen wir noch hiervon. Eins, zwei, drei und na, vier. Und dann nochmal viermal Knoblauch, ja, nicht Zwiebel. Eins, zwei, drei und ja. So, da. Und dann, wie gesagt, erstmal Würstchen kaufen. Und dann können wir gleich noch mal ein bisschen Schwanzfett und Dings kaufen. So. So. Und zwei, okay. Wenn wir dann nämlich schon mal beim Schlachter sind, der Weg ist jetzt weit. Das nehmen wir auch noch mal mit. So. So, wenn man übrigens einmal diese Sternfrucht gekauft hat, man kriegt davon nur eine, dann kommt der erst wieder, wenn man die verbraucht hat. So, wir haben die Würstchen, können wir gleich hier hinpacken. Was für Hamm haben wir? Na,
mal ein Ribeye. Ribeye braucht man viel. Auch später. Auch Schwanzfett dann eben für die ganzen Spieße, die wir noch nicht gemacht haben. So. Nutzen mit. Warum hier immer die Wurst? Ich will dich haben. Danke. Schwarzer Pfeffer und Chili. Chili. Okay. Dann brauchen wir für den Teig Mehl, Hefe, Butter und Ei. So, wir machen Hot Dogs, jawohl. So, Rührschüssel. So, dann können wir das schon wieder abheften. Kartoffel und Zwiebel. 1, 2, 3 und 4. Teller. Nein, du sollst bitte das Messer schnappen. Danke. So. Nee, falsche Tür, die bitte. 1, 2, 3 und 4.